Bonjour, Madame, Monsieur, oui, 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 oui. Willkommen zurück zu einem weiteren Video meiner Seite. Und auch Benji, that's me, ist wieder hier. Bonjour, bonjour. Wir malen heute mal wieder. Ganz klassisch, Benny. Wieder mit unseren Bildern. Ich habe ein bisschen geübt in unserer letzten Folge. Okay, und ich glaube, ich bin jetzt besser geworden. Drück den Hebel. Welche Bilder malen wir heute? Drück ihn nochmal. Was malen wir? Meme. Was ist ein Meme? Ich gehe jetzt in den Mogger malen. Boah, was gibt's denn so für Memes? Okay, okay. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Okay. Ja, ja, ist schon okay. Ich muss ja auch noch das andere machen. Knopf 1. So. Okay. Also. 20 Minuten später. Okay. Okay. Also ich glaube. Ja, ja, komm. Fertig. Also. Bist du bereit? Warte. Ich muss, Achso, brauchst du mehr Canvas? Ich muss eine Mauer aufbauen. Bist du bereit, mein Bild zu begutachten? Ich bin bereit. Mein Meme. Okay. Stimmt. Du kannst kommen. Memes. 3, 2, 1. Panik. Wo ist das Meme? Hä, hey, ist das Meme? Burn. Okay, nee, okay. Ich mach nur Spaß. Also, das Meme ist, weil. Ich schließe nicht die Augen. Oh na! Doch. Digga. Oh nein, ich hab den Rand hier vergessen. Verdammt. Jetzt dein Meme. Mogger. Okay. Bye-bye. Ja. Ja, okay. Ich bin Megamind. Es ist aber echt gut geworden. Ist immer wieder sehr detailliert. Ich würde es einfach zu den anderen hier dazu hängen. Zu dem von der letzten Folge. Wunderherrlich. Okay, ich würde sagen, letzte Runde. Also, bist bereit. 3, 2 und keine Schlägerei. Wir haben Trommelwirbel. Haustier. Okay, lass ein Haustier malen, was für uns passt. Ich male ein Haustier, was zu dir passt und du eins, was zu mir passt. Nein, ich müsste eins für mich machen, weil ich habe schon eine perfekte. Na gut, dann male ich eins. Hier hast du noch ein Canvas. Jetzt muss ich einen krassen Parasaurolophus. Alter, nein, das ist mir zu wild. Boah, was zeichne ich denn? Ein Haustier für mich? Boah, ich könnte einen Pinguin zeichnen. So, weil... Aber ich habe halt schon mal einen Pinguin gezeichnet da hinten. Eine Krabbe für die Cutter. Weil die hat sich eigentlich eine Krabbe gewünscht beim Mobboarding. Rausgekommen ist einfach ein Gürteltier. Ich weiß genau, was ich zeichne. Ich hätte so viel lieber alles andere Gürteltier. Ja, gell? Ich war für Pinguin. Ich auch. Wisst ihr, es geht ja in diesem scheiß Mob-Voting nicht um das Mob, was du drinnen haben wolltest, sondern um die Ability, was du drinnen haben wolltest. Entweder sie wollten Hunderüstungen oder sie wollten, was war das andere? Diese Greifhand, mit der du längere Range hast. Genau. Ich hab für den Pinguin gewotet. Ja, wäre cool gewesen im Spiel. Eben. Wer hätte keinen Pinguin gefühlt? Und dann heißt es ja immer wieder dasselbe. Oh ja, kommen ja erst jetzt rein und dann später werden die anderen geaddet. Es wurde noch nie was geeditet. Doch, ich glaube schon. Verloren hat. Nee. Hätte doch safe. Nö. Erste Mob-Vote war Phantom, dieser eine Tintenfisch, der was dich nach unten zieht, ein anderes Teil und ein anderes Teil. Das ist alles nicht reingekommen. Danach auch nicht und danach auch nicht und dieses Mal auch nicht. Das ist nie was reingekommen. Das ist alles nur ein großes Verarsche. Das Haustier sieht noch ziemlich sass aus bei mir, muss ich sagen. Boah, nee, das kann ich so nicht zeigen und das ist von den Proportionen richtig. Kann ich... Boah, ich muss ein neues machen. Ich muss komplett neu anfangen. Ich mal immer Porträts. Das ist gut. Ja, man hat halt hier einfach nicht genug Platz, um das Ganze drauf zu malen. Außer man nimmt halt so, wie ich davor, immer so zwei Gemälde. Boah, das sieht komplett hässlich aus. Ich meine, das Haus, das Tier ist hässlich, aber... Wie kann man eigentlich auf die Idee, dieses Haustier oder dieses Tier in eine Sendung reinzutun? Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Grusel, Grusel? Ganz genau. Echt jetzt? Woher weißt du das? I don't know. Crazy. Nee, ist das für real oder? Was denkst du dann? I don't know. Ich sag mal so, es ist nicht blau. Oh. Wusel Gusel ist schlecht geworden ab dem Punkt, wo Beni weg ist. Facts. Absolute Facts. Beni war hat die ganze Serie gehalten. Carried, ja. Jetzt ist so Simon da und hast du nicht gesehen. So Digga, er hat einfach Schuhe an bei mir. Boah. Ich kann halt nicht detailliert zeichnen. Geht halt nicht. Das geht doch nicht.
Boah, ich habe heute Ice Age geguckt, so einen neuen Film. Neuer? Ja, der ist neu. So, Bugs, kennst du schon dieses Wiesel? Bugs. Ja, logisch. Main Character, mein Lieblingscharakter forever. Ja, ist ein cooler Charakter auf jeden Fall. Der Film hieß so Bugs Abenteuer oder so. Ah, stimmt, das haben wir mal gehört. Ja, der kam heute. Den habe ich mir angeguckt. Crazy. Timonas, der war nicht so gut wie die Hauptfilme von Ice Age. Also er war zwar auch lang, wie halt ein normaler Film, aber trotzdem, man hat halt gemerkt, dass die Macher von den Filmen ihre guten Sachen halt in die ersten paar Filme reingesteckt haben, wie es halt so oft ist. Ja, ja. Es ist ja irgendwie allem so. Vor allem, wenn wir noch Kinder waren, die Filme waren einfach noch gut. Es sind ja jetzt allem noch gute Filme. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob das einfach damit zusammenhängt, dass das halt Kindheit ist, oder? Nö, wenn jetzt Dinge rauskommen, das kommt an, das hat die wahrscheinlich, ist ja recht gut. Film. Genauso wie wenn jetzt Drachenzähmen leicht gemacht rauskommen. Und da die literally sagen, es ist ein guter Film. Es kann vielleicht auch dran liegen, vielleicht sind wir auch ein bisschen anspruchsvoller geworden, was Filme angeht. Man erwartet sich halt einen Standard. Puss in Boots habe ich auch gefühlt und sehr schlechtes Jahr raus. Ja, Kinderfilm. Aber I mean, was heutzutage rauskommt. Schau doch Megamind 2 an. Das ist schon nicht aus. Megamind 1, der Film, schaut allerweil noch gut und high quality aus. Ach, dafür, dass es am Anfang so ranzig war, sieht es jetzt eigentlich ganz okay aus. Ich glaube, das könnte was werden. Was ist denn das? Okay, naja, weißt du was, ich lasse das jetzt so. Ich signe es jetzt. Warte mal, wie heißt denn der Typ nochmal? Genau. Viel zu geil. Mann, ich weiß nicht, was er uns zeigt. Ich glaube, er zeigt uns den Mittelfinger. Okay, also komm her zu mir. Oh, Rufus! Rufus! Warum sagt Rufus ins Mittelfinger? Rufus ist echt eine gute Idee. Wir haben jetzt keine Mühe für den Hintergrund gegeben, habe ich jetzt keine Lust mehr gehabt. Okay, was hast du gemacht? Parasaurolophus. Gibt's den? Gibt's den wirklich? Ja. Echt? Okay. Das ist ein Name. Parasaurolophus. Bei Benji, that's me. Bei Benji, that's einmal nicht, sorry. Okay, 3, 2 und keine Schlägerei. Oha, pretty. Ist echt schön. Parasaurolophus. Er gibt uns richtig so einen Sai, oder? Ist schön, man. Ja, chillig. Okay, wie immer, ihr könnt entscheiden, wer es besser gemacht hat. Und schreibt es in die Kommentare, ob wir das nochmal machen sollen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Lasst ein Abo da und ein Like da. Ciao, ciao. Ey, wir müssen so eine Galerie erstellen dafür. Wir können die nicht einfach an Herr Finsters Wohnung hängen lassen. Stimmt.